Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir hier aus Wien. Ich möchte mal ganz schnell was mit dir teilen. Guten Morgen. Und zwar, warum du auf den ersten Impuls immer achten solltest. Der erste Impuls, wenn du, vielleicht kennst du das, du bekommst ein Angebot, irgendetwas zu machen. Oder du siehst irgendwo etwas, was du dir eigentlich gerne kaufen möchtest. Oder du siehst irgendwo einen Kurs, wo du denkst, so der erste Impuls ist da, ja genau das ist es, das bringt mich weiter. Dann möchte ich dich nochmal ja, mit einem eigenen Beispiel jetzt dazu einladen, wirklich auf diesen ersten Impuls auch zu lauschen und zu achten, weil dieser erste Impuls, der kommt nun mal aus deinem Herzen und dein Herz belügt dich nicht und kann dich nicht betrügen. Das ist der richtige Impuls, das ist genau das Richtige für dich. Ich bringe dir mal ein Beispiel, was das alles andere nach sich zieht. Wir sind ja jetzt hier schon seit ein paar Tagen in Wien und hier ist ein Seminar, ein zweiteiliges Seminar. Erster Teil war klar, direkt angemeldet, als wir das mitbekommen haben. Und beim zweiten Teil war mein erster Impuls auch, ja, genau, das ist es. So, habe mich aber nicht direkt angemeldet oder uns vielmehr. Dann ging so dieses Bad der Gefühle durch mich hindurch. Hallo, liebe Silke. Machen wir noch die Verlängerung, machen wir sie nicht. Dann kam wieder ein Ja, dann kam wieder ein Nein. Und das hat mich natürlich jetzt auch die letzten Wochen im Grunde genommen ein bisschen Energie gekostet. Wunderschönen guten Morgen, liebe Silke. Nächstes Wochenende darf ich dich drücken. Schön. So, das hat uns die letzten, oder mich vielmehr, die letzten Wochen natürlich schon so ein bisschen Energie gekostet. Immer wieder war ich gedanklich bei dem Seminar. Machen wir jetzt wirklich nur ersten Teil oder bleiben wir länger? Ui, jetzt muss ich mich mal hier in Sicherheit bringen. Momentchen. Ich habe den LKW überlebt. Und mein Mann hatte dann schon vor Wochen auch gefragt, soll ich in dem Hotel, wo wir schon mal waren, soll ich da wieder buchen? Und habe ich gesagt, nee, warte mal, gut, das Hotel hat mir jetzt auch nicht wirklich so gut gefallen, weil ich wollte einfach ein schönes Hotel mit einem Spa-Bereich und sowas. Sowas hatten wir in Prag, hatten wir auch in Wien. Ich habe es da einfach so genossen, jeden Tag zweimal morgens und abends in die Sauna gehen zu können. Und ja, genau. So. Und dieses Thema, machen wir jetzt Teil 2 auch noch oder nicht, hat mich einfach die letzten Wochen durch dieses Bad der Gefühle, ja, nein, ein bisschen Energie gekostet. Was war das Fazit letzten Endes? Auch durch meine Unschlüssigkeit. Liebe Antonia, guten Morgen. Ich dachte halt auch, Wien, Hotelzimmer zu buchen, kein Problem, geht von jetzt auf gleich. Am Mittwoch, Mittag, als ich noch in Prag beschäftigt war mit ein paar Live-Calls, ein paar Terminen, wollte mein Mann dann eben auf die Schnelle ein Hotelzimmer buchen hier in Wien, weil ich auch gesagt habe, bitte such irgendetwas so mit Spa-Bereich. Es war nichts frei, es war kurzfristig von jetzt auf gleich nichts frei. Okay, dann haben wir noch eine schicke Airbnb-Wohnung bekommen. Die hat natürlich keinen Spa-Bereich, aber war okay. So, und am Mittwoch war ja dann, am Mittwoch war ja dann dieser erste Teil von diesem Seminar, wo ich uns sofort angemeldet hatte. Und abends um 18 Uhr oder 17 Uhr so um den Dreh, habe ich dann nochmal in mein Herz hineingelauscht und habe gespürt, genau das ist es. Ich muss hier verlängern. Ich muss Teil 2 auch noch machen oder wir müssen noch Teil 2 machen. Fazit, was hing da jetzt alles dran? Ich musste jetzt Termine noch für den Samstag verschieben, ich musste andere Termine verschieben, war heute Morgen jetzt erstmal noch eine Weile mit beschäftigt, noch last minute einige Termine umzubuchen und solche Dinge. Wir konnten unsere Airbnb-Wohnung nicht verlängern, weil die dann anderweitig belegt war. Das heißt, wir mussten dann eben auch noch umziehen gestern. Wiederum Suche nach einem Hotel. Ja, und das, was da einfach so alles dranhängt. Und das sind Dinge, die ich mir hätte ersparen können. Hätte ich vor ein paar Monaten auf meinen ersten Impuls gelauscht, das ist es, Teil 1 und Teil 2,
Mein Mann hätte ganz relaxed können, weil er diese organisatorischen Dinge macht. Uns ein schickes Hotelzimmer suchen, das sicherlich dann auch noch in dem Stil frei gewesen wäre vor ein paar Monaten, wie ich mir das auch so vorgestellt hatte. Und diese ganze Geschichte jetzt heute Morgen noch früher aufstehen, nochmal die restlichen Termine verschieben, weil ich erst noch gedacht habe, okay, Samstagmorgen kann ich noch Termine wahrnehmen. Hatte hier, wo wir sind, auch schon gefragt, ob ich da ein Büro nutzen kann, weil ich da einfach auch mit dem Computer mich ins Internet auch einloggen müsste und sowas. Wäre theoretisch gegangen, aber letzten Endes hätte ich natürlich den ganzen Vormittag einen gewissen Part vom Seminar versäumt und da tue ich mir ja auch keinen Gefallen mit. Ich mache diese Seminare ja auch nicht nur für mich. Natürlich mache ich sie für mich, für meine Weiterbildung, aber ich mache sie auch für dich und vor allem für die wunderbaren Akademiker und Akademikerinnen, die ich da ganz intensiv begleite, ihren Seelenplan zu entdecken und den zu leben und sich auch ein freies Leben zu erschaffen. Ja? Und das sind alles Dinge, wenn du auf deinen ersten Impuls lauschst, die Entscheidung triffst und dann, Achtung, wichtig, anschließend nicht noch beginnst zu überlegen, was jetzt doch richtig und wieder zweifelst, jetzt investiere ich da Geld und. Es funktioniert so nur schwer mit viel Kraft und Energie und letzten Endes, was ist das Ende vom Lied, denkt man im Nachhinein, hätte ich doch nur. Und solange du dein Leben lang zweifelst, ist irgendwann dann der Punkt da, ja, wo wir dann rückblicken und denken, oh, war es das jetzt schon? Hätte ich doch nur, dann ist es zu spät. Deshalb aufgrund meiner eigenen Geschichte jetzt hier mal so ganz rasch den Impuls für dich, die Einladung. Vertrau deinem Herz, es kann dich nicht belügen. Lausch auf den ersten Impuls. Denk da nicht übers Geld nach oder so, sondern lausch auf deinen ersten Impuls. Das fühlt sich gut an. Ja, das mache ich. Bleib dabei. Und dann findest du mit deinem Herzen, mit deiner Seele auch den Weg, dir alles Weitere zu ermöglichen. Okay? Die Silke schreibt, spannend, dass du jetzt mit diesem Thema kommst. Genau darum geht es bei mir. Gestern hatte ich so eine Erfahrung mit dem ersten Impuls und dem anschließenden Zweifel. Interessant zu beobachten. Eine Situation oder ein Umstand fühlen. Ups. Fühlen sich extrem toll und stimmig an und das Herz hüpft und dann kommt der Denker und schiebt seine Zweifel vor. Ja, genau. Genau, Silke. Ja, hab das Video jetzt für dich gemacht und für viele andere hier in unserer genialen Gruppe. Es steht ein Meilenstein bevor für mich und ich versuche jetzt dem ersten Impuls zu folgen. Ja, sehr, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, liebe Silke, was du berichtest, was für ein Meilenstein, wie das Universum sich gerade öffnet für dich und was sich da gerade für dich entwickelt. Sehr schön. Ich gehe doch mal von aus, dass du mir da berichten wirst. Okay, also, ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag. Ganz liebe Grüße. Herzliche Umarmung. Es sind die letzten Tag. Gestern waren es, glaube ich, auch nochmal, ja, fast 30 Leute hier in die Gruppe dazugekommen. Die werde ich dann nachher auch mal noch begrüßen im Laufe des Tages. Liebe Gerda, schön, dass auch du dabei bist. Also ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid, auch an die Neuen hier auf dem Weg hier schon mal. Fühlt euch herzlich willkommen, schaut euch um in Ruhe und stellt mir auch gerne Fragen, teilt mir mit, was so eure Herausforderungen sind und dann bin ich für dich da. Okay, bis dahin. Ciao!